Jo, Junge, was? Die Bäume haben einen guten Knick. Wie spät ist es? 8.43 Uhr. Es könnte sogar sein, dass ein Tag länger dauert als eine halbe Stunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Tag mit unseren Settings schon fast eine Stunde oder anderthalb Stunden dauert. Aber wie oft haben wir einen Tag-Nacht-Wechsel? Nicht allzu oft. Wir sind jetzt auch schon wieder 90 Minuten dabei. Und in den 90 Minuten haben wir einmal geschlafen. Ah, es ist so schön. So. Kann ich das Ding? Kann ich. Okay, ich hoffe, das Wasser ist noch drin. Würde ich das mal hier hin platzieren. So. Das Wasser ist nicht mehr drin. Oh, no. Wir brauchen nochmal eine Schildkrötenschale. Das heißt, ich würde mich jetzt vielleicht mal aufmachen zum Strand. Im Winter können wir nämlich nicht aus dem Wasser hier trinken, weil der See ja gefroren ist. Der Wind ist ein bisschen laut. Und deswegen brauchen wir da ein bisschen Vorbereitung. Fahre ich mit dem Ding? Ja, ich fahre da runter. Du machst bitte Pause. Bleib bei der Unterkunft. Okay. Ja? Okay. So, dann mache ich mich mal auf. Oh ja. Es ist so cool. Es ist so unglaublich cool. Warum steht hier eine Kiste? Die habe ich noch nie gesehen. Mitten im Wald. Okay. Ein Aufklapp-Solarpanel. Sehr schön. Ich cruise mal zum Strand, ne? Schädel hier ein Trauma incoming. No, nicht ins. Oh, okay, hat funktioniert. Oh, hallo? Was haben wir denn da entdeckt? Gibt's überhaupt noch Kannibalen? Ich habe gar keinen einzelnen mehr gesehen jetzt. Aber nicht einen Kannibalen. Da hinten läuft einer, ne? Nee. War ein Vogel. Kannibalen sind ausgestorben. Wir haben einfach so viele gekillt. Der Kaninchengott. Ach so, weil ich ja nett zum Kaninchengott war, deswegen keine Kannibalen. Gut zu wissen, dass der Kaninchengott keinen Einfluss auf meine Fahrkünste hat. Alle Bäume vorhanden, keine Kannibalen? Das glaube ich nicht, weil wir haben am Anfang auch Kannibalen gesehen, obwohl wir noch keine Bäume gefällt hatten, als wir angefangen haben. Was ich glaube, was es beeinflusst, ist die Aggro von den Gegnern. Dass sie mich noch nicht angegriffen haben, ist true. Hilfe. Ach, Virginia, ist das so schön. Ich fahre mal hier hinten rum, dann können wir den Weg nutzen. Was? Ist schon echt ein bisschen Pain, dir mit deinem Einrad zuzusehen. Also bitte, ich habe hier die besten Fahrkünste. Ich muss ja mal bitten. Oh, hallo? Gruppenkuscheln, wie ich sehe? Die Steuerung sieht ein wenig delayed aus auf dem Einrad. Es ist, weil... Ja, du musst halt mit der Geschwindigkeit lenken, ne? Das ist halt das Ding. Oh. Ho, ho, ho. Ah, die hatten wir schon mal, oder? Das kommt mir bekannt vor. Okay, Schädel darf ich nicht mehr mitnehmen, leider. Da wächst ein Pilz im Zelt. Den nehme ich mir erstmal mit. Die Sims-Mucke. Ich meine, man sieht ja, es ist ein bisschen schwammig. Also ich drücke jetzt auf A.
Also so ein bisschen, er lenkt noch ein bisschen nach. Und es dauert auch einen Moment. Also ist schon delayed, hast du schon recht. Aber ich glaube, es ist halt einfach, wie sich so ein Teil steuert. Also, passt schon. Wir sind so tot. Ich finde es echt schön mit der Musik dazu. Wieso liegen denn hier auch so viele Steine im Wald? Was sind das? Ich rufe Operation Entsteinung auf. Der ganze Wald wird entsteint. Nicht ein Stein bleibt liegen. Dann weiß der Wald mal, was hier los ist. Und die ganzen Bäume kommen auch weg. Alter. Schildkröten, hallo? Oh, wie geil. Man hört den Sand unterm Rad. Es ist so sick. So, sind hier Schildkröten? Im Notfall fahren wir dahin, wo wir letztes Mal welche gesehen haben. Am Folgenende. Lag hier nicht einer hier, ne? Guck mal, Seil. Oh, Seil. Oh, das gute alte Seil. Ich glaube, die Musik ist für Outdoor, Action, mäßig, atmosphärisch. Fürs Bauen passt das schon eher. Dann gucke ich doch mal heimlich. Warte mal. So, Sekunde. Was habe ich denn noch? Was würde dann gut passen? Hip-Hop. Für unterwegs ein bisschen Hip-Hop. Hip-Hop. Mal gucken. Oh, das sitzt natürlich. Ich liebe die Musik, aber jetzt muss ich tatsächlich mal ausmachen. Munition. Uhr. Ist besser? Yep, abwarten, bis die Hip-Hop-Wildlinge kommen. Oh Mann, oh Mann. Du, du, du. Ja, und mich zu einem Street-Battle herausfordern. Oh Mann. Okay, Vorsicht, gefährlich, Steine drüber springen, easy. Oh, warte, jetzt kommen meine Hip-Hop-Tricks. Tricks. Ich warte, bis bei dir die Amigos gelandet sind. Was war das für ein Loch? Hat nur so ausgesehen. Du, du. Seil. Es ist so schön. Das schaut halt aus wie ein Hintergrund, ne? Man kann wirklich auf diesen Berg drauf. Und da ist noch nicht mal die Map zu Ende. Da haben wir erst die Hälfte der Karte durchquert, wenn wir jetzt zu diesem Berg hochgehen, auf die Bergspitze. Das ist so insane. Du, du, du. Ich sehe hier recht wenig Schildkröten. Oh. Ein Squid. Der Clip über den nahen Tod ist verfügbar. Oh no. Ich glaube, Clips darfst du auch reinschicken hier. Müsste freigegeben sein. Links, die über meinen Channel laufen, glaube ich, gehen.
Wait. Das gehört zu den Kannibalen. Das ist ein Aussichtspunkt hier, eine Aussichtsplattform. Von den Kannibalen. Puh. Aber warum? So, hier unten müsste es Schildkröten geben. Der Tod naht. Danke für den Clip. Es tut mir leid. Ich habe nichts gegen euch. Reib noch die Eier in den Sand, ist okay. Also. Er legt Eier in den Sand, das meinte ich. Es tut mir so unglaublich leid, aber ich brauche die Schalen. Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist schon sehr, sehr ekelhaft. Und vorher ihre Eier in den Sand drücken. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch eine kill, kann ich da noch einen mitnehmen? Das Letzte, was ich will, ist, dass es hier verkommt. Die kann man mitnehmen. Ich habe das Gefühl, man kann nur einen mitnehmen. Schildkrötenpanzer. Ich kann mich damit nicht ducken, doch. Einer von euch. Ich bin einer von euch. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es muss sein. Wir müssen überleben. Außerdem gibt es auch noch eine neue Falle, die wir damit bauen können. Schildkrötenpanzer Collected. Sehr gut. Also zwei kann man schon mal mitnehmen. Nee. Wait. Keine Zeugen. Es tut mir so leid. Hä? Da ist so ein Drop-Geräusch. Ich lasse dein Fleisch nicht verkommen, es tut mir so leid. Haben wir jetzt drei oder haben wir nur einen? Alter, die ganze Schildkrötenfamilie hier massakriert. Scheiße, Mann. Also im Inventar steht einer. Ich guck mal wieder heim. Kein Wort darüber. Das waren die Einwohner. Also ob ich hier echt hochkomme. Ist hier wer? Nee. Hm. Frag mich, ob wir jetzt vielleicht doch mal irgendwo Kannibalen entdecken. Nee, der Akku wird verbraucht. Da. Der erste Balken ist weg. Das heißt, hier wird doch verbraucht. Oh oh. Nein, was? Wait, man kann Sachen ausrüsten? LOL. Es gibt so viele neue Möglichkeiten. Im Vorbeifahren. Oh ja.
Virginia ist wieder nach Hause gegangen, schau mal an. Die weiß also, wo man wohnt. Also, ne? Also die merkt sich, wo die Base ist. Das meine ich damit. Ich hab's versucht. Boah, es ist schön. Es ist nicht ein Kannibale unterwegs. Es ist ein bisschen verwunderlich. Ich wollte hier genau wegen dem Stock absteigen. Das war mein Plan. Kannst du nicht was in die Hand nehmen, während das Inventar voll ist und du auf dem Eindruck bist? Bestimmt. Nur ich hatte halt gerade nicht mal die Option, die Schildkrötenpanzer in die Hand zu nehmen. Es ist aber auch ein wunderschöner Stock, danke. Das ist mein Lieblingsstock. das war ich aber nicht. Die liegen hier aber auch schon ein bisschen länger. Wir sind gleich wieder daheim. Endlevel wäre natürlich, wenn man sich wirklich ein richtiges System einrichtet mit Straßen für das Teil, wo man nur geradeaus fahren muss. Aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen too much. Guck mal, was da vorne ist. Ich bin sehr verwundert, dass wir keinen Kannibalenkontakt haben aktuell. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach nur Glück. Wenn ich es verschrei, dann rasten sie wieder aus. Wobei, Kannibalen an sich hatten wir sowieso schon ein bisschen länger nicht mehr so aktiv. Es waren eher dann die Mutanten, die jetzt da waren. Virginia. Kann man über die Hängebrücke drüber fahren? Vorsichtig. Man kann. Oh, ein bisschen holprig, aber man kann. Nein. Meine Night Wii hätte ich gerne hochgehoben. So, ah, nicht ins Feuer. Hör mal lieber hier dran ab. Kannst du dich einfach... Ja, so. Ich habe lange Zeit aufgehört, vor langer Zeit Fragen zu stellen. Oh nein. Oh nein. Warum kann man das nicht einfach hochheben? Da war's. Für einen Moment war's. Easy. Meine Hoffnung ist, dass wir das Teil abfackeln können. Es ist nicht angegangen. Nein! Blätter mal mit rein. Ich gehe stark davon aus, dass das Teil auch abfackeln wird. Irgendwann ist es weg. Okay. Mal nach oben, ne? Ich sehe ja mit der Knarre sitzt, ne? Ready und bewacht den Eingang. Weißt du Bescheid? Der Baum hier muss noch weg. Wo wächst denn der? Raus aus dem Lager, oder? Und er sitzt in der anderen Tür. Was ist denn das? Was ist denn da los? Oh, wie versteckt der aber auch ist. Ist mir gar nicht aufgefallen hier. Ja. Au, 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 au. Bitte nicht. Bitte tun Sie das nicht.
Ich bin mir so unsicher. Ich bin mir so unglaublich unsicher hier. Weiß es halt nicht. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier... Kann man? Man kann. Das würde dann quasi einfach hier oben weitergehen. Ich glaube, das wäre auch das Sinnvollste. Dass man dann sagt, okay. Das läuft hier. Einfach an der Kante nochmal einmal rum bis hier. Und dann schauen wir einfach, dass wir hier mit Stacheln zumachen oder so. Besser geht's nicht, aber eine andere Option gibt es eigentlich nicht. Was baust du da? Einen Wall. Ein Wall wäre der Plan. Also hier drüben ist ja auch schon so ein Anfang. Der wird dann oben angespitzt, damit uns die Besuche nicht mehr einfach ins Haus rennen können, sondern haben wir quasi dieses Areal ein bisschen gesaved. Das wird einfach so funktionieren, dass man hier bam, die Spitze anschlägt. Und da kommst du halt nicht durch, ne? Nur ich bin mir sehr, sehr unschlüssig, wie ich das wo mache, wie viel Raum ich da saven will. Und auf der Seite hier ist halt auch doof, weil diese riesige Kante hier oben, wo sichere ich die ab? West-Berlin baut, Lol. Also hier oben hätte ich ja gerne so eine Plattform gebaut, auf der man mit dem Gleiter starten kann. Das wäre so der Plan. Das bedeutet, wir müssten bis hier einzäunen. Oh, ich geh heulen, ey. Oder wir machen das so als zwei getrennte Gebiete, dass man quasi unten den Kern der Basis einzäunt und dann einen Weg macht zu nach hier oben und das ist dann auch nochmal eingezäunt oder so oder eingebaut irgendwie. Getrennte Gebiete. Übertreib nicht. Ja, ich muss ja hier oben, muss ich auch eine Mauer ziehen, weil sonst können die einfach in die Base springen. Also hier muss ein Wall hin. Da hilft nichts. Oh, ist das ärgerlich. Ich hasse das, wenn die schweben. können die springen? Ja, aber halt, wenn da eine Spitze drauf ist, kommen die nicht drüber. Hoffe ich. Ach so, alles. Da! Damit könnte ich leben. Lass doch deinen Kollegen die Stämme zu dir bringen. Ja. Wenn ich mich mal darauf festsetze, wo ich was mache. Ich guck mal in das Büchlein. Auf die anderen Seiten. So. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Was ist überhaupt ein Anbau? Das würde ja bedeuten, dass wir wirklich... Kann man das snappen? Nicht wirklich, ne? Also ich verstehe dann den Sinn nicht, dass es ein Anbau ist, weil ein Anbau baut man ja an. Beobachtungsturm. Ja. Ne? So ein Beobachtungsturm vielleicht hier irgendwo? Geht dann nicht die schöne Landschaft kaputt, wenn du in die Mauer baust? Ich glaube, wenn man das richtig macht, dann ist es schön integriert. Und ich glaube, wir brauchen so eine Mauer auch ganz dringend. Bei dem, was da manchmal vorbeikommt,
wäre das schon nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Baumhaus irgendwann mal, ja. Lampenbänke. Könnte es gerne noch ein bisschen mehr geben. Den Aussichtsturm oben platzieren, perfekt auch für den Gleiter. Aber den Gleiter bringen wir da nicht nach oben, ne? Wie soll ich denn den Gleiter nach oben bringen? Der Belagerungsturm aus AOE. Oh Mann. Regenfänger baue ich jetzt mal, komm. Müssen wir mal schnell machen. Platzieren wir da noch um. Haben wir jetzt noch eine Schale? Nein. Wir haben keine weiteren Schalen. Das ist schlecht. Ich finde das immer noch so ekelhaft. Den Belagerungsturm einfach aufeinander bauen und dann weggleiten. Wusch. Das Problem ist, ich kann den Gleiter nicht durch Türen bringen. Ich kann das mal zeigen. Und man muss da wahrscheinlich auch mit einem Seil hochklettern. Sobald ich hier... Man kann den nicht durch Türen bringen. Mm-mm-mm. Hm. Ja, wenn man irgendwo gegenstößt, dann wird der auf jeden Fall abgeworfen, der Gleiter. Das ist das Problem. Hm. Ich muss mich überwinden. Was ist denn das überhaupt? Was ist das? Warum sollte man das machen? Warum? Hilfe. Für eine Rampe? Aber warum? Am Baum eine Ah! Wait. Das ist um Baumhäuser zu bauen. Jetzt kann man hierher gehen. Boom. Und so kann man anfangen, ein Baumhaus zu bauen. Lol. Okay, das war jetzt aber nicht meine Absicht. Meine Absicht ist, hier diesen Stamm zu platzieren. Nee, wait. Wait a minute. Ich sehe nicht, wo hier... So, es läuft jetzt hier so lang. Ende. Und dann geht hier quasi die Mauer nach unten ziemlich schnell und schlängelt sich dann ihren Weg da durch den Wald. Dadurch haben wir hier noch diese Brücke mit drin und alles ist schön. Kannst auch einen Stamm senkrecht in den Boden rammen und dann den nächsten Stamm dran lehnen und dann kannst du mit einer Rampe bauen. Genauso wie die Brücke. Nächsten Stamm dran liegend. Also das haben wir drin gemacht, das ist ja die Treppe im Endeffekt in unserem Haus. Das haben wir ja schon gemacht. Das wird die Mauer. So. Könnte ein bisschen dauern, aber ich zieh's jetzt durch, ich mache jetzt was. Ach, das Feuer ist schon wieder am Ausgehen oder was? Nö. Ach, das hier. Das Holz hier knistert, weil es bald weg ist. Das ist gut. Aha. Oh, Virginia. Hat hier schon wieder einen Hasen geboxt.